So, sind wir ja schon fast da. Was soll denn jetzt noch schief gehen? Hm? Wir sind doch so gut wie gerettet. Ich finde das auch schön, dass die Claires Haare tatsächlich animiert haben, also den Pferdeschwanz meine ich. Das ist nicht selbstverständlich gewesen zu der Zeit, als dieses Spiel rausgekommen ist. Und würde mir jetzt wirklich bei jedem einzelnen Übergang hier den Herzschlag geben. Du stehst woanders als vorher, das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Denn auf einmal muss ich wieder nachdenken und das ist nicht meine Stärke. So, Stief. Einmal das Ding eingesetzt hier. Ja, weil ich nicht direkt davor stehe. Und da unten sieht man schon das Flugzeug, mit dem wir jetzt abhauen wollen. Ich verstehe immer noch nicht, wie das hier unter Wasser sein kann und gleichzeitig oberhalb der Wasseroberfläche. Aber mein Gott, das ist Resident Evil, ne? So. Yay. Ab ins Flugzeug. Jetzt sind wir gerettet. Das war Code Veronica. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Was liegt denn hier noch? Hier ist auf jeden Fall eine Itembox nochmal. Das ist schön für die Box. Wurde auch noch nicht zu Ende, wa? No! We can't take off unless we raise the bridge. Leave that to me. You stay here and make preparations for takeoff. Ach ja, alles muss man selber machen. Also wir müssen jetzt tatsächlich nochmal los. Und müssen die Brücke anheben. Das heißt, wir müssen einmal nochmal ganz rum. Hier ist abgeschlossen. Aha. Wenn da abgeschlossen... Wo geht's hier raus? Ach, hier. Direkt daneben. Ja. Na gut, ist wohl doch noch nicht ganz vorbei. Dann heben wir halt die Brücke nochmal an. Ah, dann ist auch wirklich Schluss hier, ja? Ja. Solche Animationen können auf Dauer auch so ein bisschen nerven. Jetzt müssen wir doch nochmal an den Zombies vorbei. Ist ja nervig. Wow. Ist, hier ist ja noch einer. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Weg. Naja, gut, wenn wir schon angefangen haben damit, dann bringen wir es zumindest zu Ende, weil sonst ist das die Munition noch verschwendeter, als es sowieso schon war jetzt eigentlich. So, und dann aber weg hier. Oh, bitte kein Dender Snatch auf der Brücke. Bitte nicht. Oh, danke. Es geht doch. Warum nicht gleich so? So, hier müssen wir ja jetzt hoch. Müssen wir hier hoch? Ja, hier müssen wir hoch. Und dann hier hinten weiter. Hier nämlich. Und hier können wir jetzt die Brücke anheben. Das Problem ist nur, wir können ja dann nicht den gleichen Weg wieder zurückgehen, weil die Brücke, die muss ja angehoben bleiben. Sonst kommen wir mit dem Flugzeug nicht weg. Das heißt, wir nehmen dann einen anderen Weg zurück. So, den Hebel haben wir umgelegt, der ist jetzt tot. So,
So, wunderbar. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier lang weiter. Und jetzt hier nochmal ein völlig neues Territorium. Wo sind wir denn hier? Irgendwo, wo es keinen Weg nach draußen gibt. Oh nee. Oh nee. Das Gerät steuert den Öldruck der Brücke. Oh, müssen wir tatsächlich noch ein Rätsel machen hier. Und ihr seht, hier sind Zombies. Sind aber noch inaktiv. Das wird sich aber gleich ändern. Wir nehmen jetzt den Flughafenschlüssel. Wo benutzen wir den? Oh ja, benutzen wir den Dietrich. Was haben wir denn hier noch? Ah, Heilung. Das wusste ich gar nicht, dass das da ist. Das ist das erste Mal, dass ich das gefunden habe. Das Gerät steuert den Öldruck. Wo benutzen wir den Schlüssel? Ach, ich weiß. Ich weiß. Oder ich glaube zumindest zu wissen. Da war doch noch dieser Fahrstuhl, den wir nicht aktivieren konnten, ne? Bitte kein Bandersnatch jetzt von irgendwo hier her springen. Dankeschön. Hier in diesem Raum war das, meine ich, ne? Und zwar müssen wir jetzt hier wieder runter. Ja, ist relativ viel hin und her hier in der finalen Phase des gesamten Spiels. Da kommt doch garantiert nichts mehr hinterher. So. Macht auf den Mist. Und dann hauen wir hier ab. Wird auch Zeit. Wo sind wir jetzt? Hier haben wir nochmal eine Itembox. Jetzt könnte ich nochmal abspeichern. Und wisst ihr was, Leute? Da ich absolut keinen Bock habe, das alles nochmal zu machen, falls jetzt irgendwas schief geht hier, werde ich das auch tun. Ihr könnt gerne sagen, boah, Bio, was soll das denn? Speicher doch nicht so oft ab, das ist doch total blöd. Tja. Wir haben so viele Farbbänder, warum soll ich die nicht nutzen? Wir spielen ja sowieso nicht auf Punkte oder sonst irgendwas hier. Von daher. So, hier, da ist nochmal Kraut, hier ist nochmal Munition. Und das nicht zu knapp. Pistolenpatronen, wunderbar. Hier sind nochmal Granaten. Das ist übrigens der Fahrstuhl, der müsste uns jetzt dahin bringen, wo der Wurm hin und her scheißert. Das grüne Kraut müssen wir wegpacken. Und das andere werden wir dann auch nochmal wegpacken. Ja, das sind so ein paar Sekunden, die jetzt hier noch aufgehen. Aber ich möchte unbedingt einen Slot im Inventar freilassen. Im Prinzip einfach nur so, damit da ein Slot frei ist, damit wir zur Not irgendwas einsammeln können. Ohne dass ich jetzt hier so ein Heil-Item verbrauchen müsste. So, so sieht das doch schon ganz gut aus. Hier, damit der Fahrstuhl dann zugeht. So, komm, hier rüber. Damit wir den... wo kann der Fahrstuhl nicht benutzt werden? Ja. Ach so, es war noch nicht ganz oben. Na dann. So müsste es dann jetzt nämlich gleich gehen.
So, zack. Das ist doch immer noch nicht fertig da. So. So. Jetzt wird's nämlich ernst. Jetzt haben wir noch 5 Minuten, um das Flugzeug zu erreichen und dieses Spiel zu beenden, denn das ist absolut das Ende. Da kommt garantiert nicht noch irgendwas hinterher. Und was wir hier schon alleine an Zeit verlieren durch diesen Fahrstuhl, das ist eigentlich fies. I will not allow you fools to escape. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. Diese Lache ist so geil. Oh oh. Das ist die Kapsel, die Hank gebracht hat. Oh ja. Was wäre Resident Evil ohne einen Tyrannen? Und nein, der Bandersnatch gilt nicht in dieser Hinsicht. Auch wenn es, wie ich vermute, ja halt wirklich eine Tyrannen-Variation ist. Wahrscheinlich irgendeine fehlgeschlagene Variation. Weil mal ganz ehrlich, wer will das Ding schon kaufen? So. Du Wurm kannst mir gar nichts. Aber jetzt. Jetzt wird's gleich interessant. Das ist jetzt auch der Boss, für den ich mir die Granaten aufgehoben habe. Zack. So, aber eine reicht. Und dann... ein bisschen rückwärts, so. So. Das war's. Das war der Tyrant. Wir haben gewonnen. Und jetzt schnell weg hier. Gott sei Dank sind wir ja schon fast da. Hier geht's ja jetzt wieder zu diesem kleinen Vorplatz von der Residenz. Und von da aus dann zum Flugzeug. Also wir sind eigentlich gut in der Zeit. Wir müssten noch nicht mal laufen. Wir würden es wahrscheinlich auch schaffen, wenn wir jetzt einfach ganz normal gehen würden. Aber ich meine, muss ja nicht sein, oder? Ja, die verlangen wirklich von uns, dass wir jetzt den ganzen Weg dahin nochmal gehen. Mit sämtlichen Sequenzen und allem. Aber wenigstens läuft der Countdown jetzt nicht weiter. So, der läuft ja nur hier in den Levelübergängen weiter, was eigentlich auch ganz schön fies ist. Aber andererseits auch realistisch. Realismus in Resident Evil. Ich weiß. Hier, sogar in dem Ladebildschirm. Die Uhr tickt. Werden wir es schaffen? Zeit, diesen Albtraum ein für alle Mal zu beenden. Der Endboss ist ja auch schon besiegt. Alles in Ordnung. Hätte mich gar nicht so schwer ausrüsten müssen. Wir haben gewonnen. Dieses Spiel ist geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Hier passiert jetzt überhaupt nichts mehr. Den Abspann, den lasse ich dann natürlich wieder durchlaufen. Ich bin Dario. Ich klinke mich aus. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bis dann.